Recht herzlich willkommen zur 68. Folge von Towns. Ja, der Michael hatte geschrieben, ich soll mal den Händler in Ruhe lassen, sonst laufen meine Townies nachher alle hier nur runter und ja, das bringt nicht so ganz so viel. Da hat er vollkommen recht, das lassen wir dann mal sein. Das Einzige, was ich noch tun sollte, ein paar Grabstätten hier unten vorbereiten, aber hier oben ist noch eine ganze Ecke möglich, ne? Ich glaube, ach, hier sogar noch eine ganze Reihe. Ich glaube, das wollen wir dann noch nicht machen, das lassen wir mal erst, das ist genug. Okay, dann warten wir es ab, was hier so passiert. Das Dach ist noch nicht zu, keine Ahnung warum nicht, aber es ist blau umrandet, das heißt, die könnten dieses eigentlich tun. Ich weiß aber nicht, warum sie es nicht tun. Hier sieht es so aus, dass das auch noch möglich wäre. Passiert aber auch nicht. Hm, schlecht. Mal gucken. Holz, ist Holz ein Problem? Eigentlich wahrscheinlich schon, ne? Das müsste hier irgendwo ein Holzlager sein, aber wer weiß welches. Naja, bei 9 Leuten ist das auch nicht viel. Wir haben noch einen Helden. 10 ist die Happiness, 20 brauchen wir. Ist also auch nicht gerade der Bringer. Hm. Wie sieht es mit überhaupt aus? Mit Rüstung und sowas? Ja, haben die alle. Hier ist noch ein bisschen Holz, aber das will ich jetzt auch nicht ändern. Nicht, dass die da doch noch wieder runterlaufen und dann haben wir das Problem, ne? Dass wir wieder sterben. Ja. Brot und so können wir mal gerade reingucken, wie viel das so maximal da ist. 9 Brote, also für jeden eins fast. 3 Kuchen, 4 Äpfel, 3 Birnen. Aber das ist auch nicht schlecht. Hatten wir eigentlich noch einen Händler hier? Nee, da steht ja niemand. Gut, das ist dann auch prima. Da ist noch ein Stück Fleisch. Was roh ist, könnte dann gemacht werden. Ah, haben wir irgendwelche Prios sitzen in den Gruppen? Nö, da ist keiner drin. Gruppe ist eine Hauptgruppe und sonst keine Gruppe. Hm. Ja. Dann müsste die Happiness mal steigen, dass wir mehr Leute kriegen, ne? Aber das haben wir auch schon mal gehabt, dass das so schlecht lief. Das war in der ersten Staffel, ne? Die Frage, was die alles machen oder nicht machen. Essen tun sie. Essen bereiten tun sie auch. Hier ernten sie gerade Äpfel. Und dann backen sie wieder. Können mal einen Tacken schneller laufen lassen. Happiness ist 12, okay. Im Prinzip sind die momentan damit beschäftigt, Essen zu machen. Und sag schon. Essen zu machen und zu essen. Schrauben wir das mal runter. Vielleicht müssen sie dann nicht mehr so viel Essen machen. Und können sich dann um andere Dinge kümmern, dass sie happy werden. Also 14 steigt sogar. Weil nur Essen machen ist ja dann auch doof, ne? Wird also immer noch besser. Lass mal die Maus da oben drauf stehen. Ja, da sind auch noch irgendwelche Rüstungsgegenstände, die wahrscheinlich besser sind wie... Obwohl, das haben sie schon an. Ah, das geht alles. Wird schon okay sein. 16 ist immer noch. Gut, aber sie sind immer noch damit beschäftigt, Essen zu machen, ne? Schon eigenartig. Es wird Holz gefällt, okay. Machen wir jetzt auch noch was anderes. Aber wenn was... Ah, der Bau des Gebäudes geht weiter. Habe ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Happiness. Okay.
Richtig zügig sogar, oder was? Da ist jetzt einer runtergeknallt, oder? Ne, doch nicht. Ja, hier geht's mitgerechnet. Noch einer. Das fällt gerade runter. Schade, aber ist so. Naja, kriegen wir auch hin. Bin gerade sehr stark mit Dachbauen beschäftigt. Kommt wieder einer, aber der ist flott unterwegs. Aber der hat auch blaue Schuhe angehabt, ne? Das sind die Roadrunner-Schuhe. Da ist noch nichts passiert. Oben liegt tatsächlich sogar ein Holz im Lager. Wurde gerade geholt zum neuen Block gemacht. So. So, ich bin jetzt mal gerade geguckt. 12. Ein Steinchen. Oh, ich glaube, das wurde woanders hingebracht, oder? Aber sehe ich jetzt nicht wo. Aha, da. Dreizehn ist die Happiness. Oh, da wurde ein Bett gebaut sogar. Interessant. Personal Room. Ist da einer runtergefallen? Ne. Ja. Da kommt wieder ein Stein, aber der wird woanders hingebracht. Da. Und da. Das Zimmer ist schon fast fertig dann, ne? Gut. Happiness? 13. 16 war hoch, ne? Sogar noch einen Helden rumflitzen, das ist auch schon mal was. Da kräht der Hahn. Okay, jetzt sind sie hier überall am Bauen erstmal. Wäre natürlich lieber, wenn hier das geschlossen wird, beziehungsweise hier beim Essensraum. Ah, ich dachte schon, aber der ist nach hier hinten gebracht worden. Oh, da liegen noch zwei. Haben wir nämlich schon ein Scarfold runtergebaut. Ja, da ist einer. Tja. Geht der hin? Da hinten irgendwo. Okay. Noch drei Steine da. Da gehen keine hin, weil schon runtergefallen oder wie? Oh, wir haben einen Helden dazu gekriegt. Ne, vier sogar. Wow. Cool. Auto-equipped, alle vier. Das ist ja schön, dass da wieder Helden gekommen sind. Nach Helden nicht. Bewohner, Townies, Helden sind ja was anderes. Okay, die erste hat schon einen Helm auf. Wie sieht's mit den anderen aus? Zweite Person auch einen Helm auf. Die laufen ja nicht bis in den Keller. Brustplatte, Brustplatte, Hose. Die unterste Person hat noch gar nichts. Wahrscheinlich irgendwie so eine Schlafmütze, die gerade am Pennen ist. Ja, Waffen liegen oben auch. Weiß nicht, warum sich nicht eine genommen wird, aber wahrscheinlich ist im Keller eine 1.1 Plus Waffe. Die wird jetzt als erstes geholt. Passiert gerade nichts. Oder... Ah...
Kann auch nichts passieren, da. Gut, dann machen wir das nochmal so. Da kam der Händler rein, aber den will ich ja nicht nehmen, hat der Michael Friedrich gesagt, ich soll das sein lassen. Macht ja auch Sinn, hat er vollkommen recht. Bei den paar Mannequin können wir auch alles selber machen. Ich glaube, jetzt ist er wieder da. Laufen lassen. Ja. Da sind Schuhe geholt worden. Holzschuhe. Der hier unten, der braucht nichts. Der ist barfuß stark. Ja, ist schon eigenartig, ne? Dass die das nicht richtig machen können dann. Ah, da schau her. In dem Loch hat es jetzt auch einen Stein gegeben. Beziehungsweise einen Holzklotz. Was war das? Ein zweiter Held. Tendenziell geht es aufwärts. Okay. Da ist nichts, aber hier. Wo war es in der Küche? Immer noch die beiden Falschen da. Gerade einen Rollbraten gemacht, ne? Und da ist er fertig, wird aber auch gleich genommen und gegessen. Okay, da kommt wieder einer mit Holz. Aber der ist hier angekommen. Aber es wird alles gemacht und das ist das Wichtige. Ah, guck mal, da ist einer draufgekommen. Jetzt können wir noch gucken, wie wir den unteren wegkriegen, ne? Ich glaube, wir müssen die Hafer anloggen. Unlock. Die müssen wir woanders hinstellen. Das lief unter Deko, ne? Unter Innendeko. Da ist er. Die stellen wir mal dahin, aber drehen die noch da. So, die ist weggebracht worden. Sehe ich auch gar kein Scarfold darunter. Der müsste doch hier sein, oder? So, wollen wir mal gucken, dass die da hingebaut werden. Dann werden wir bei den X-Klötze dann ja auch weggenommen, oder? Noch ein Held gekommen, drei jetzt. Grandios. Holzklotz und noch ein Holzklotz. Ich dachte, da wäre schon einer drunter gewesen, habe ich mich wohl vertan. Ich hoffe auch, dass die da sind, ne? Aber es sieht doch so aus, oder? Ja. Händler ist da. Wo werden die Holzklötze hingebracht? Gute Frage, ne? Da runter. Okay, das Loch. Einer noch, dann ist das Esszimmer zu. Hier geht's auch weiter. Da kommt der nächste. Zu dem Zimmer. Kommt noch einer, der geht, glaube ich, nach hier unten, oder? Jo. Da ist noch nichts passiert. Kommt wieder ein Stein. Nein. Ah, da kommt ein Scarfold. Aha. Der wurde jetzt dahingestellt. Und der zweite auch. Jetzt könnte man die Steine darüber ja wegnehmen, oder? Oder ich vertue mich, das kann auch sein. Okay. Mal gucken, wie das klappt.
So, hier sind noch ein paar blaue Stellen, die noch gemacht werden können. Der fehlt auch noch. Da ist aber noch eine blaue Umrandung dran. Ja. Hier ist fertig, außer den einen. Ja, gut. Läuft, würde ich sagen, ne? Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben 4 Leute dazugekriegt. Happiness ist jetzt gerade ein bisschen niedrig. Steigt aber bestimmt auch. Gucken, dass wir das Dach zukriegen auf Dauer. Und hier hinten auch. Dass wir die beiden Steine, die da drunter sind, wegkriegen. Das wird aber auch funktionieren, denke ich. Ja, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.